Okay, warte. Yiga? Meister Koga? Okay, ich kämpfe jetzt gegen Koga. Alles klar. Ja, warum habe ich nur zwei Herzen? Das ist doch so unfair. Das ist doch Betrug. Hilfe! Willkommen bei Kokosnuss und zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Das letzte Mal war ich ja in dieser Höhle und habe den Majoi gefunden. Und da wusste ich nicht genau, was das Ziel in der Höhle war, weil ich keinen richtigen Weg gefunden habe. Aber das Ziel ist anscheinend, einfach nur den Majoi zu töten. Der Herr der Wildnis hat uns ja noch das letzte Mal ein paar andere Höhlen markiert. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück zum großen Plateau hier und dann in Richtung Kakariko und Ateno. Also das ist erstmal der Plan. Ah, hier sehe ich auch schon direkt. Hier ist ein Krogrätsel. Da kann ich mal einen Apfel suchen. Und den hier hinlegen. Ah, nicht so. Hä? Es passiert überhaupt nichts. Ach, das ist ein Goldapfel. Vielleicht muss ich einen Goldapfel da drauf werfen. Gut, dass ich noch einen einzigen habe. So. Ja. So funktioniert es. Sehr cool. Jetzt haben wir schon 10 Stück. Und ja, in welche Richtung? Ja, dann würde ich sagen, um zum großen Plateau zu kommen, würde ich sagen, dass wir uns zum den Turm porten und hochspringen. Boah, wieder hochgeschleudert. Okay. In welche Richtung? Großes Plateau müsste hier sein. Dann muss ich... Boah, hier sind ja noch die Himmelsinseln. Ich bin ja das letzte Mal runtergefallen. Da kann ich dieses Mal nochmal versuchen, auf die Himmelsinseln dort hinten zu kommen. Hoffentlich falle ich dieses Mal nicht auch runter. Oh, wie schön die Musik hier oben ist. Okay, da hinten war ja die Plattform, die man mit den Ventilatoren bis da hinten hinschieben konnte. Ich kann hier einen Vogel abschießen. So. Geflügel. Ja. Edelgeflügel sogar. Cool. Okay. Ja, diese Vögel müssen neu sein, weil so welche gab es früher in BOTW nicht. Mit diesen zwei Schweifen da hinten. Es gab nur Möwen, die waren aber so ähnlich, nicht dieselben. Oh, hier sind Raketen. Ja, da kann ich die direkt mit Ultrahand nehmen, die so hier dran platzieren und dann aktivieren, oder? Ah, ne, ich habe die falsch umgemacht. Die müssen hier nach oben zeigen. Ja, ungefähr so, damit wir schön hochfliegen. So. Einmal drauf. 3, 2, 1. Los! Hallo! Ach, falsch rum? Ich habe das Prinzip der Raketen ganz falsch gesehen. Ich musste die umgekehrt dran platzieren. Dann nehme ich halt die Ventilatoren. Ich habe keine mehr. Really? Wirklich? Aber wie kommen wir sonst dahin? Vielleicht, ich probiere mal. Oder, nee, wenn ich einen Gleiter platziere, fliegt er ja nur runter. Der kommt ja nicht hoch. Ich bin wieder stuck auf den Himmelsinseln. Dann gehe ich halt direkt zum großen Plateau. Ja, das müsste direkt hier unten sein. Los geht's! Wow. Okay, aber wo jetzt hin? Oh, wie groß. Da ist der Schrein. Kann ich markieren? Ja! Cool. Okay. Oh, hier ist direkt ein Graben. Da können wir ja direkt da reinspringen. Okay. Los geht's. Entdeckt. Nordabgrund am vergessenen Plateau. Okay. Ab zurück in den Untergrund. Wo ist der Boden? Ich sehe nichts. Was ist das hier? Es ist so dunkel. Was ist das hier? Ein Irrlicht, eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sich ein Nutzen für sie. Boah, diese Animation. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Okay, erstmal ein bisschen Licht. Wo sind wir denn jetzt gerade? Irgendwo, im Nirgendwo. Okay. Was ist denn hier? Hier sind Bauteile mit Rädern und so. Hier ist auch ein Sitz. Interessant. Hier ist auf jeden Fall Sonanium. Ja. Dann hier ist eine Sackgasse. Und hier ist irgend so ein großer Stein. Was ist da? Das sind Lampen. Oh, so spannend. Ah, nee. Ich benutze jetzt gerade hier den Soldatenbogen. Der ist aber viel zu gut. Ich bewahre den lieber auf. Okay, ich finde hier
Oh, ich wollte gerade sagen, ich finde hier nichts. Dann wollte ich zu den Lampen gehen. Aber hier ist eine Wurzel. Cool. Okay, man sieht nicht so viel von der Karte. Aber es ist in Ordnung. Warum ist da so eine Lampe? Und was ist das für eine Ruine hier? Hier sind auch so Lampen. So Säulen mit Lampen, aber die sind umgekippt. Irgendwelche alten Ruinen. Was hat das hier noch alles zu bedeuten? Von wo stammen die? Okay, hier kann ich über das Miasma springen. Da hinten. Was ist das? Boah, das... Was ist das da oben? Das leuchtet so. Ich glaube, wieder ein Irrlicht. Aber das muss doch so ein großer Tempel da hinten sein. Oh! Irrknospe. Cool. Unsere erste Irrknospe. Direkt fotografieren und mitnehmen. Also, wenn wir Gegner finden... Ich weiß ja schon, was diese Irrknospe bringt. Weil man kann ja die werfen und... Dann werden Gegner verwirrt und greifen andere Gegner an. Ach, wir hatten ja schon mal eine eingesammelt, aber nicht benutzt. Oh, ein Gegner Außenposten. Und da ist dieser Tempel. Wo befindet er sich überhaupt? Ja, in der Mitte vom großen Plateau. Oh oh, ah, ducken. So. Okay, kann ich gegen diese Gegner kämpfen? Ich glaube, das muss ich jetzt wohl. Oh je. Da kann ich direkt den... Oh, diese Knöpfe. Nein, so viele. Hallo. Wollt wieder den starken Bogen auswählen? Nein, keine Ausdauer mehr. Warum sind hier so viele? Au. Oh. Der hat mir ein komplettes Herz abgezogen von Miasma her. Oh je. Ich hau lieber ab. Ich habe auch so gut wie gar kein Damage gemacht. Ach, ich kann den Bogen nur auswählen, wenn ich den in der Hand habe. Alles klar. Okay, denen gehe ich jetzt erstmal aus dem Weg. Verfolgt mich doch nicht. Hilfe. Da, ihr Lichter. Aber hier ist Miasma. Wie komme ich da nur drüber? Ah! Das ist eine Miasma-Wurzel. Da bekomme ich auch Schaden. Kann ich da irgendwie laufen? Ja. Sehr gut. Okay, was ist da? Was ist das? Aua, geh weg! Ich möchte alle einsammeln. Was ist das? Was ist das da oben? Das ist so eine schwarze Statue. Hä? Die hat eine Waffe mit Sternchen da hinten. Die ist weg. Hä? Was war das? Ich sehe nichts. Da ist der Tempel. Ich möchte dahin, um zu gucken, was da ist. Hier ist noch eine Statue. Rubelo wird sich 100% freuen, wenn ich die fotografiere. Ich mache mal hier noch ein bisschen Licht. So. Oh nein, Gegner. Bemerk mich nicht. Ich möchte einfach nur hier fotografieren. Hä? Das geht nicht? Ach, egal. Oh, ein großes Irrlicht. Das bringt 20. Oh. Was ist das hier für eine große Plattform? Verlassene Zentralmine. Okay. Was ist da? Okay. Ganz schön hoch hier. Was ist das? Aber hier ist alles ausgeleuchtet. Hoffentlich passiert jetzt nichts, wenn ich hier reingehe. Ich kann hier mal erstmal speichern. Okay. Rein hier. Was ist das? Da kann ich... irgendwas aktivieren. Hier sind Bauteile. Hm. Was? Hier steht jemand. Okay. Hier kann ich mich auf jeden Fall schon mal hin teleportieren. Und wer bist du? Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle diese für Forschungen im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Ah, hier bekomme ich Bautomatik. Cool, dass ich hier diesen Ort gefunden habe. Ich dachte, hier ist irgendwie so eine... Hier ein richtig großer Gegnertempel, aber... Nö, anscheinend einfach nur eine Ruine, wo ich hier die Bautomatik bekomme. Cool, damit können wir, glaube ich, unsere ersten Fahrzeuge speichern.
Ja, hier werden ausgeführte Ultrahand-Bauprojekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sunanium sofort nachgebaut werden. Räume ich? Oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede war? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Keine Sorge, ich kann das alles reparieren. Ist doch voll einfach. Einfach nur ein Podest mit 4 Reifen. Okay, dann baue ich mal. Ultra Hand. Das Rad nehmen. Okay, einfach so. Ja. Ja, fertig. Easy. Ja, jetzt das andere. Ja, easy. Von dir gebautes wird mit Bautomatikverlauf hinzugefügt und kann reproduziert werden. Warte, wie? Bautomatik? Verlauf? Ach. Ja, hör auf zu reden. Ja, ich habe das hier zusammengebaut. Und dann kann ich hier drauf Bautomatik verwenden. Und kann das direkt produzieren. Ja. Cool. Ja, und ich glaube, wenn ich die Bauteile gerade nicht da habe, dann muss ich die mit Sunanium bezahlen. Warte, Yiga? Meister Kuga? Der kleine Fette? Hä, Meister Kuga? Dass ich den jetzt schon hier finde. Ach, ich habe dich ja in BioTV in das Loch geschubst und da bist du hier gelandet. Ahaha. Höre meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister der Jäger. Der Starke. Auch im Untergrund Mächtige. Für alle Zeiten unübertreffliche. Koga. Koga, Anführer der Jäger. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Ach, dass ich von ihm erklärt bekomme, wie Bautomatik geht, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du! Du hast geschummelt! Das ist der Cougar Dance. Yeah! Cougar Dance! Wir rackern uns hier ab, um Zeugs in ehrlicher Handarbeit zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug! Diese Macht würde der Person, der wir huldigen, sehr nützlich sein. Seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du uns, sie zu stehlen? Nachdem es jetzt soweit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Okay, ich kämpfe jetzt gegen Koga. Alles klar. Und er ist auf dem Auto. Okay, ich glaube, ich muss meine Fähigkeiten benutzen. Kann ich, glaube ich, einfach Ultrahand? Nee. Hilfe! Ich werde überfahren. Geh weg. Vielleicht seit dem Kampf das Auto? Was soll ich gegen den tun? Aua. Vielleicht einfach abschießen. Aber mit was? Irgendwas, was stark ist. Donnerblume. Ja. Genau drauf. Okay, jetzt kann ich kämpfen. Auf ihn. Okay, kaputt. Oh, jetzt verschwindet der. Oh, ich habe hier einen Polarstab. Sehr, sehr cool. Okay, wo bist du jetzt? Da! Oh, einfach gegen Meister Koga kämpfen. Foto machen! Ja, gut, dass ich dran gedacht habe. Okay, ah nein, nicht schon wieder. Geh weg! Hilfe! Was soll ich nur tun? Ich muss auch drauf. Ja! Okay, jetzt Waffe wechseln. Zu Polarstab. Und dann Attacke. Kann ich einfach fahren? Nein. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Wo bist du? Hallo. Oh, nee. Hier, Bogen. Einen starken Bogen.
Dann nehme ich, was nehme ich denn? Was nehme ich? Dum dum dum. Ja, wieder Donnerblume. Der ist gar nicht so schwach. Oh, weil ich glaube, am Anfang sollte man hier gar nicht hin. Aber ich kann ja machen, was ich möchte hin. Zelda TOTK, eine Bombe! Ach, ich habe alles richtig getan. Die Bombe ist auf ihn gefallen. Und dann... Oh, nee. Was ist das jetzt für ein Riesending? Und dann habe ich meine letzte Donnerblume noch verschwendet. Indem ich sie weggeworfen habe. Okay, er müsste jetzt verwirrt sein. Ja. Draufhauen! Kann ich nicht einfach fahren? Nein. Es verschwindet direkt. Wo bist du? Koga, wo bist du denn? Oh, nee. Ich muss ihn einfach nur abschießen. Dann ist er genockt. Und ich kann auf sein Fahrzeug. Ganz genau so. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich immer wieder besondere Blumen mache. Aber ich schieße einfach auf ihn. Okay, Waffe kaputt. Dann nehme ich jetzt hier. Boah, das hat schon Schaden gemacht. Okay, da bist du. Was nehme ich denn jetzt? Ah, Funkelfrucht. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber... Schieß! Nein, er hat ein Schild? Oh nein. Verbrennen! Nein! Aua, geh weg. Ich muss mich heilen. Warum habe ich nur zwei Herzen? Das ist doch so unfair. Das ist doch Betrug. So. Da! Nein. Ganz genau so. Oh, mein Bogen macht am meisten Schaden von allem, was ich habe. Aber hier der Elektrostab auch. Draufhauen. Nein. Wir haben ihn fast. Ja. Er hat wieder ein Schild. Das gibt's doch nicht. Au. Okay, das kriegt man davon, wenn man zu schnell fährt. Ich kann einfach schießen. Er ist schon tot. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab dich besiegt. Ah, zu schwach. Gra. Impertinente. Nee, hä, was steht da? Gra. Impertinenter Wicht. Was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal. Der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir eine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die Spitzenlauscher auf. Denn ich hab dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich habe dich beobachtet, du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also ich muss dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Meint er mit seiner Großartigkeit Ganondorf? Oder? Aber gibt es jetzt viele Jägerverstecke? Überall im Untergrund? Falls du vorhattest, mir zu folgen, vergiss es! Super. Sollen wir ihm folgen? Oh, was kriegen wir? Kogas finstere Pläne. Eine Episode. Koga wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Oh, wie toll. Enormer Sonau-Energiekristall. Direkt über 100. Oh, ein gewaltiger Kristall, der durch Konzentration von Sonanium-Energie entstanden ist. Er enthält so viel Energie wie 100 normale Kristalle. Ah, schön. Okay, ich kann anscheinend den Statuen folgen, um zu Koga zu kommen. Aber ich kann erstmal mit dem hier reden. Kann ich vielleicht eine neue Batterie, weil ich so viele Kristalle habe? Eine Bauplan-Steinplatte. Was ist denn das hier? Konstruktionszeichnung, mit der zum Beispiel ein Fahrzeug, der Sonau nachgebaut werden kann, nutze für Nachbauten die Bautomatik. Oh, das ist doch Kogas Flugzeug, oder nicht? Okay. Und was machst du jetzt? Ich soll jetzt wirklich so ein Ding bauen. Das kann ich auch aus Kopf machen. Aber egal. Okay, Bautomatik. Auswählen. Und warten und A drücken. Oh. Und jetzt? Ah. Aber kann ich jetzt einfach gehen? Ich dachte, ich könnte eine neue Batterie haben. Nein, oh, dann nicht. Aber warte. Da. Oh, ein Big Shop. Oh.
Sonau-Energiekristall für 3 Sonanium. Großer Sonau-Energiekristall für 3 große Sonanium. Dann Sonau-Energiesphäre, ja. Und große Energiesphäre, ach, brauche ich nicht. Ich brauche das hier. Okay, davon 3, 6, 9, 12. Okay, 4 Stück. Okay, mehr kann ich leider nicht kaufen. Aber es gibt echt viel im Angebot. Das finde ich super. Okay, wir haben 109 Stück. Ich weiß nicht, wie viele Batterien wir dafür kriegen. Vielleicht eine? Aber ich weiß, dass du jetzt das Video liken kannst, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du sehen willst, was ich finde, während ich Koga gesucht habe, dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, bis zum nächsten Mal.